Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Pokémon Sonnenöhr, meine Damen und Herren, wo wir seit der letzten Episode erstens versehentlich gespeichert haben, nachdem wir mit Lili gesprochen haben. Die hat allerdings sowieso nur ungefähr das gesagt, was sie jetzt sagt. Sobald ich mich gesammelt habe, werde ich die Folgen kurz. Ich muss stark genug werden, um Mutter gleich helfen. So, dazu hat sie uns einen Top-Beleber gegeben, also das war's dann eigentlich. Stand nur da, hat ein kleines bisschen geredet darüber, dass sie uns erstmal noch nicht folgen kann. Des Weiteren haben wir, sehr, sehr viel wichtiger, seit der letzten Episode mal, waren wir mal so frei, vor allem Kevken und Tim so langsam aber sicher mal so auf das Niveau zu bringen, auf dem die anderen sind. Ich habe bei Level 55 bei allen anderen aufgehört. Also die habe ich ausgetauscht, als sie bei 55 angelangt waren. Ich schätze mal, dass wir vor dem Finale noch das ein oder andere zusätzliche Level benötigen werden. Allerdings ist das jetzt erstmal so, das ist so der Stand der Dinge, den wir gerade so haben. Also da so ein bisschen angepasst, damit die nicht mehr 12 Level hinterherhinken. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass man hier einfach draufdrücken kann und da klettert man hier durch. Ich dachte eigentlich, als ich das gesehen habe, dass das irgendwie aufgeht, wenn wir fertig sind mit der Höhle hier oder so. Das ist dann quasi unser Rückweg, wird unser schnellerer, aber scheinbar ist dann einfach nur für dieses Item dann da. Wenn wir diese Höhle betreten, also, hör mal, weiter geht's. Wo auch immer wir jetzt hier gerade sind, wahrscheinlich immer noch im Canyon, in einer Höhle im Canyon. Dafür wirst du jetzt leiden müssen, mein kleiner alter Freund. Ja, Moment, das ist doch der Chef da, oder nicht? Trainer und Pokémon sollten gleichermaßen frei sein. Freiheit ist das einzig Wahre. Das Einzige, das zählt, sang ein weiser Musiker bereits in den 90ern oder 80ern schon, keine Ahnung. Veteran Leopold. Leopold. Ja, dann müssen wir jetzt aber ganz stark auf. Ach, der, wieso? Ach, Moment, ach so, der hat. Ich dachte jetzt gerade, das Kurtel habe ich jetzt gerade mit Quapuzzi verwechselt, weil beide ja mit Q geschrieben werden. Deswegen war ich jetzt einfach verwundert, dass er mir Wasser entgegenstellt. Aber so nehmen wir das dann natürlich. Dürre wirkt. Das wird jetzt aber nicht meine Wasserattacken schwächer machen, oder? Dafür, wie du wirst jetzt trotzdem bluten, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du trotzdem bluten wirst. Ich gehe mal davon aus, dass das reicht auch. Vielleicht ein kleines bisschen? Timmy, wird schon richten. Und das war aber jetzt dann nicht so toll. Das war jetzt aber gar nicht so toll. Nein, das war überhaupt nicht toll. Hör mal auf jetzt mit Hitzewellen. Aber warum macht das dann so viel Schaden? Oh, Moment, warum ist das überhaupt... Ach, shit. Der ist ja... Stimmt, der ist ja auch Käfer. Das heißt, ich habe jetzt wenig Wirkungen gegen Feuer habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Scheiße. Ist okay. Nehmen wir trotzdem mal. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass das nicht so schlimm sein wird, dass wir dafür das Pokémon nochmal wechseln müssten. Ist halt die Frage, was für alternative Wasser-Pokémon gäbe es noch? Das wäre dann halt die Frage. Aber wir werden sehen. Wir schreiten erstmal von dann. Habe ich nicht noch ein Wasser-Pokémon? Irgendwie die... Arcani. Arcani ist auf Feuer, ne? Das behalte ich dann jetzt auch erstmal so bei. Da hatten wir doch diesen... Das Ding aus der Demo da. Das müsste ich doch auch noch irgendwo haben. Das war doch Wasser, oder? Ich meine, das war Wasser. Wobei ich mir da ganz sicher auch ehrlich gesagt nicht mehr bin. Was hat der jetzt gemacht? Aua, nein, was? Wieso das denn? Au! Du kannst doch nie einfach. Warum macht der immer noch so wenig Schaden, wenn er sehr effektiv ist? Ist das jetzt wirklich wegen der Dürre? Ich kann eigentlich nur davon ausgehen, dass das wegen der Dürre ist. Ansonsten wüsste ich nicht, was dazu beitragen sollte, dass ich dermaßen wenig Schaden mache gegen irgendwas, was eigentlich effektiv ist. Oder beziehungsweise mit irgendwas, was eigentlich effektiv ist. Sonnenlicht verliert an Intensität. Das Ding ist, jetzt kann ich es leider nicht mehr nachvollziehen. Ich hoffe, der bringt mich jetzt nicht um. 47 Schaden hat er gerade nicht gemacht, oder? Nein, hat er nicht. Okay. Sehr, sehr schön. Also, was habe ich gerade gesagt? Ach ja, dieses Wasser-Pokémon. Wer ist denn nochmal? Typ. War der Wasser? Ich glaube, der war Wasser, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Gut so. Seid frei. Frei wie ein Wingle. Unbedingt. Ich möchte unbedingt eine lustige, in den Wind scheißende... in die Wind scheißende Dingsbums sein. Hier, Dingens, Vogel, Möwe. Die sich dann in einen Pelikan verwandelt. Weil so läuft das halt. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist jetzt genau das zu werden. Weil wir es können, Alter. Könnte natürlich jetzt auch nochmal zurückgehen eigentlich, weil so weit sind wir ja jetzt nicht gekommen. Aber wir werden mal nicht... Das ist dann wahrscheinlich der Weg, den wir zurückgehen können. Den da können wir da reinschieben. Da haben wir quasi eine Abkürzung zurück. Sehr, sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr schön, dass sie das so regeln. Weil, ach, hier sind auch Random Battles. Hey, Rockara. Der war Gestein und nicht Eis, ne? Oder war der Gestein und Eis? Ist egal, wir versuchen jetzt mal Wasser. Gehen wir davon aus, dass Wasser jetzt reicht. Dann machen wir das, weil das gerade so wenig effektiv war. Beziehungsweise nicht so viel Schaden gemacht hat. Das andere da... Das sieht allerdings ganz okay aus. Aber man bringt den auch nicht instant um. Obwohl ich fast 10 Level drüber bin. Wird effektiv. Was macht das jetzt so? Was bringt das? Wasserblase wirkt. Wasserblase wirkt. Neutral-Torso wirkt.
Ja, bitte? Was genau ändert das jetzt? Es wird jetzt nicht dafür sorgen, dass er keinen Schaden mehr durch Wasser nimmt, oder? Nein, wird's nicht. Okay, tschö. Aber ich meine, die Vermutung lag nahe für einen Amateur wie mich. 724 Erfahrungspunkte, nur Entschuldigung. Rack erreicht Level 55. Ja, jetzt muss ich ihn ja Gott sei Dank nicht mehr auswechseln. Also ein paar neue Angriffe übrigens auch gelernt. Erdbeben war dabei bei Kefken. Und, Moment, wie war das nochmal? Nicht hier. Wie war das nochmal? Irgendwie musste ich... Irgendein Knopf muss ich drücken, damit der Typ da rauskommt. Nein, den wollte ich nicht haben. Den wollte ich haben. So, genau. Komplett vergessen. Das ist so lange her, dass ich den das letzte Mal genutzt habe. Ich kann hier rein. Da habe ich jetzt nicht zwingend kommen sehen, dass ich da einfach rein kann. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass da ein Pokéball rauskommt oder sowas. Möchte ich jetzt hier lang? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Das ist aber jetzt schwierig, hier Überblick zu behalten, wo ich lang gegangen bin und wo nicht. Die Insel-Wanderschaft wird hierdurch. Die Jugend von Alola ist echt hart im Nehmen. Toll. Zumindest das bin ich. Hart im Nehmen. Ah, Daumen nach oben, Alter. Ricarda, ja. Ja, an Leopold wird heute, glaube ich, keiner mehr drankommen. Also, das, das tut mir leid. Elfhuhn. Es ist quasi ein Huhn. Ein Huhn und eine Elfe. Also ein Elfhuhn. Ich sehe das auch, dass da kein Haar drin ist. Danke der Nachfrage. Was ist die denn jetzt? Die wird wahrscheinlich Pflanze sein oder irgendwas anderes. Man könnte jetzt aufgrund der Tatsache, dass da Elf drin steht, vermuten, dass es eine Fee ist. Ist Unlicht gut gegen Fee? Windstoß. Ihr wisst ja wohl jetzt nicht Flug sein. Was ist das denn? Macht das jetzt Schaden? Oh, nee, das war, das war nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Was ist denn, was... Ich kann jetzt nur vermuten, dass das Ding irgendwas mit Pflanze zu tun hat und deswegen sehr, sehr stark verbrannt sein wird, wenn ich es denn verbrenne. Ich kann das nur vermuten. Also, zumindest werde ich das tun. Windstoß, das ist bestimmt sehr effektiv und ich werde... Naja, das ist nicht sehr effektiv. Beziehungsweise generell nicht so viel Schaden. Flammenblitz habe ich, glaube ich, auch neu bekommen. Das Problem daran ist aber, Anwender nimmt selbst großen Schaden. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich nicht sonderlich häufig nutzen, weil wenn ich mir damit selbst Schaden... Hör doch mal auf jetzt! Wenn ich mir damit selbst Schaden zufüge, dann ist das natürlich eine, also nicht die beste Idee, die ich jemals hatte, schätze ich mal. Darf ich dich jetzt töten? Das wäre fantastisch. Stirbst du bitte? Das sieht, sehr, sehr erotisch aus. Ja, danke. Sehr, sehr erotisch, wenn ein kleines, Pflanzen-Pokémon stirbt. Ja, jeder hat halt seine anderen Vorlieben. So, hör auf jetzt. Ach, das war's schon. Hut ab vor der Jugend der Alola-Region. Du bist doch selbst nicht alt. Und auch vor dir und deinen Pokémon. Ach, soll das erweisen, dass ich nicht zu der Jugend gehöre, ja? Willst du das damit sagen, dass ich nicht mehr jugendlich bin? Willst du wirklich Streit haben? Willst du wirklich darauf anlegen? Ist okay. Komm ich mir klar. Moment. Also bin ich wieder hier. Ach, die Steine sind einfach wieder erschienen. Ja, wenn sonst nichts einfällt, dann lassen wir halt einfach Steine erscheinen. Das ist auch plausibel. Ist immer, muss man immer mitrechnen, was haben wir noch so Schönes. Die Typen. Müsste ja eigentlich auch effektiv sein jetzt, ne? Müsste ja eigentlich auch effektiv sein jetzt, weil ist ja Boden, ne? Ist auch. Hab ich quasi... Nein. Tschüss. Das hat mich jetzt 1 AP gekostet, du Arschkrampel. Warum kostest du mich 1 AP? Das macht bestimmt jetzt viel Schaden. Weil das hat ja 2 Runden gedauert. Das geht eigentlich. Das hätte ich jetzt eigentlich schlimmer erwartet. Das hätte ich jetzt eigentlich tatsächlich schlimmer erwartet. Stattdessen wird das wahrscheinlich nicht allzu viel... Okay, Dietrichs haben scheinbar deutlich weniger Verteidigung als so manch anderes Pokémännchen. Wirkt auf mich jetzt gerade zumindest so. Ich schätze, dem ist auch so. Also, weiter geht's. Hier müssen wir jetzt lang. Da oben ist noch ein Steitem. Nee, ich habe nach links gerückt. Du hörst mir nicht zu. Das funktioniert so nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr so tun. Top-Trank. Den kann ich ja direkt nach meinem Top-Beleber nutzen gleich. Moment. Oh nein. Team wird mich bestimmt aufreißen. Doch zunächst Training. Weil wir müssen unbedingt mehr Training haben. Das ist ja dann eigentlich nur gut. Golbert, Flug und Gift. Kriege ich den jetzt tot? Soll ich mal eine Set-Attacke nutzen? Wir nutzen mal eine Set-Attacke. Weil wir müssen ja öfter mal was Neues haben. Super Wassertornado. Ach ja, komm, das war schon höchst grazil jetzt. Da muss man, weißt du, die Grazilität dieser Aktion muss man dann quasi auch hervorheben. Weil so der Plan und so die Regeln. Ich weiß nicht, wo diese Regeln festgehalten sind, aber das steht ja jetzt auch nicht zur Debatte. So, da kann ich auch nichts zu. Weil wer weiß schon, wo die Regeln von diversen Sportarten festgehalten sind. Wahrscheinlich in irgendeinem Buch. Ja, das war ganz okay. Also, da könnte ich mich dran gewöhnen. 1000. Wo habe ich jetzt die 300 her gehabt? Ich hätte sie gerne gehabt, bekam sie aber nicht. Danke, Spiel. Danke.
nehme ich dann wohl mal gezwungenermaßen so hin. Was habe ich jetzt Schönes zu erzählen? Kaum ein Ort in Alola ist gefährlicher als dieser Canyon. Versuche unbedingt, ihn zu bezwingen. Ich wäre dabei, wenn ihr mich nicht aufhalten würdet. Dann zeige ich mal, wie ernst es dir und dein Pokémon wirklich ist. Wir sind gespannt. Wer genau glaubst du zu sein, um das bitte testen zu müssen? Manche Leute sind sehr, sehr wichtig, habe ich mir sagen lassen. Also, Asduo, Yawat und Mina. Yawat und Mina. Yawat den. Sandama und Vulnona. Das sieht mir sehr, sehr stark nach irgendwas aus, was nicht sonderlich... dem wir nicht sonderlich gefährlich werden können. Da ist unser neues Traumduo. Gott sei Dank. Davon ist natürlich wahrscheinlich nichts effektiv. Soll ich trotzdem mal die Z-Kraft machen? Ich mach mal einfach die Z-Kraft. Einige Frame-Drops zwar auch, aber... keine Ahnung. Ist jetzt natürlich wieder die Frage. Eigentlich denke ich, dass der Eis ist. Nur das Ding hatte ich schon mal, dass irgendwas eindeutig aussah wie Eis und dann am Ende kein Eis war. Ich werde es jetzt trotzdem einfach mal versuchen. Und außerdem mal ein Erdbeben machen. Weil Erdbeben haben wir gerade neu, das macht aber bei Tim auch Schaden. Das dürfte aber nicht viel Schaden machen. Ist jetzt natürlich die Frage... Steht auch da nicht sehr effektiv. Ist jetzt natürlich die Frage, ob ich erst wechsle. Scheiße, der wechselt zuerst. Nein! Ich bringe jetzt selbst Phönix um, ne? Wie kann man eigentlich so klug sein? Das erklärt mir mal jemand. Hagelsturm, ja? Das war jetzt... Was genau geschieht? Es fängt an zu hageln. Was willst du wetten, dass Phönix stirbt? Ich bringe jetzt selbst Phönix um. Bitte. Oh, er überlebt. Das überrascht mich beinahe etwas. Sandama, also ist er dann doch auch. Ist er Gestein, oder was? Phönix. Nein. Das darf aber, wollte ich gerade sagen, das darf nicht viel Schaden machen. Das eigentlich auch nicht. Sowieso nicht. Kefkan müsste. Kriegt er. Das ist gerade, dass seine Fähigkeit dadurch auch getriggert wird, aber dem ist nicht so. Flammenwurf. Greift das alle an? Ne, es greift nur einen an. Ich schätze jetzt mal einfach, dass ich den damit umbringen kann. Und ich schätze jetzt mal einfach, dass ich besser beim zweiten Mal nicht irgendwas mache, was alle trifft. Pferdestärke trifft nur einen, ne? Pferdestärke trifft nur einen. Ich greife jetzt einfach mal den an. Scheiß drauf. Wir machen das einfach mal so. Ich hoffe, dass das jetzt nicht, dass sie das nicht irgendwie für... Ich hätte mich drum kümmern müssen, dass für... Nein. Bitte greif zu... Mach den Typ erst tot. Der müsste jetzt... Bitte lass den Eis sein und sterben. Oh, Gott sei Dank. Okay. Also brauche ich mir schon mal keine Sorgen darum machen, dass jetzt einer von beiden in diesem Kampf zumindest in dieser Runde stirbt, sagen wir mal so. Hier mal rein, Level 53. Ja, geile Scheiße auch, Alter. Die Framedrops sind echt der Knaller. Okay. Ja, die können nicht viel dran ändern. Das passt. Das war ein ordentlicher Kampf. Sollte zwar jetzt mal heilen so zwischendurch, allerdings ist das ja dann auch mal... Also darf man ja dann auch mal. Ist vollkommen in Ordnung. Nehmen wir dann so hin. Respekt, ihr schafft es locker bis zum Podium, da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, von welchem Podium du redest, aber irgendein... Achso, Moment, das da oben drauf, stimmt doch. Bravo, wer so viel Entschlossenheit zeigt, sollte sich definitiv auf zum Podium machen. 6256, pff, die hab ich nur bekommen, um mir meinen Erstklassenflug zu eben diesem Podium zu finanzieren, so. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier könnte ich lang gehen, mal gucken, ob da ist... Ich drückte nach links, du... Entschuldigung, dann heile ich halt zunächst und ruf das Ding dann. Hier ist nicht mal mehr was. Okay. Danke, Spiel. Verschwende ruhig all meine Zeit. Da komme ich natürlich absolut mit klar. So. Dick 3. Muss ich jetzt wahrscheinlich wieder schaufeln? Ich könnte natürlich jetzt dann in weiser Voraussicht... Ja gut, wenn ich jetzt nur diesen komischen kleineren Angriff da mache, ist das ja nicht so schlimm. Davon habe ich ja noch 14 Dingsbums über. Der macht das gar nicht immer. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass sie das immer tun, alleine um sich in der ersten Runde zu schützen. Aber scheinbar ist dem nicht so. Gut, nehme ich natürlich gerne dann so an mich. Wenn du dazu sagst, dann wollen wir das natürlich auch so tun. Ich halte mich da natürlich an dich, während Kefkan Level 51 erreicht. Ja. Können wir mit zufrieden sein, würde ich sagen. Also, das sieht mir so aus, als wäre ich hier gleich oben. Und ich wollte es gerade... Ja, tatsächlich. Also, wahrscheinlich wartet jetzt Lily auf mich, obwohl sie eigentlich gesagt hat, sie wartet... Links oder rechts? Das wird wahrscheinlich hier im Kreis, ne? Mit dem Kreis und wegen einem Item. Okay, nehmen wir da so. Beleber. Ich habe ja schon einen Top-Beleber von Lilly bekommen. Was soll ich denn mit dem Schmuh? Sag mir dann mal bitte, kann ich hier runterfallen? Das wäre fantastisch, wenn ich das könnte. Ich kann hier scheinbar auf jeden Fall das Ding schon mal nicht mehr verwenden. Dann laufe ich halt zu Fuß. Toll, der weiß ja, ist immer alles schrecklich. Was diese Dinge hier für eine Bewandtnis haben? Achso, Lilly hat noch angeregt, dass das ja eventuell Wegweiser sein könnten. Ist vermutlich nicht so unplausibel. Das ist aber eine sehr, sehr lange Area, habe ich gerade das Gefühl, aber...
Ist auch ganz cool, dass die jetzt scheinbar darauf setzen, dass man die ganzen Pokémänner einmal noch nutzen kann. Also die mit dem Pokémobilfunk da, dass man da jetzt über diese Steine nochmal rüber muss und den ganzen Kram. Vor dem Bergsteigen muss man immer den Berg und die dortigen Pokémon und Trainer studieren. Ja, nennt man dann Bergdiplom und dann hat man quasi gewonnen. Huch, diplomierter Bergsteiger von werden. Und dann noch mehr Berge besteigen. Und den Typ. Könnt ihr jetzt mal darauf spekulieren, dass der Typ ein Drache ist? Und Wreck mal rausholen. Aeropterix. Das ist bestimmt ein Drache. Irgendwas mit Pterix am Ende muss ein Drache sein. Wir machen jetzt mal Wreck. Wir machen jetzt Wreck den Drachentöter. Ich kann nur hoffen, dass er jetzt kein Feuer hat und Wreck irgendwie als Käfer, der er ja auch ist, in Flammen sitzt. Und dann haben wir verloren. Akrobatik. Mein Plan ist absolut in Erfüllung gegangen. Wobei ich mir sagen lassen habe, dass ich auch mal aufpassen sollte, dass ich nicht jedes Mal irgendwelche Leute einwechsel, die davon sterben. Jetzt ist die Frage... Ach Moment, der wird wahrscheinlich auf Flug sein. Dann nimm Molten. Ja, der wird Flug sein, dann nimm Molten. Ja, ist okay. Das wird vermutlich ähnlich funktionieren. Drache und Flug. Ich hoffe, dass jetzt nur, dass der Drache jetzt das Elektro nicht ausgleicht. Und dass das jetzt trotzdem... Ja, ist okay. Nehmen wir so. Nehmen wir so. Nur ärgerlich für Umreck. Ach, weil der auch Flug ist. Das war eine Flugattacke und deswegen ist Wreck jetzt instant gestorben. Scheiße. Aber wie schade. Als nächstes Rameidon? Ich habe keine Ahnung. Ich warte. Ich kämpfe mal erstmal weiter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe mal, dass es auch... Nee, es ist scheiße. Das ist kein Flug. Fuck. Tja. Ich versuche jetzt einfach mal eine Z-Attacke. Und dann hoffe ich, dass das jetzt irgendwie Schaden macht. Ich habe die so selten genutzt, es wird sowieso mal Zeit, dass wir es ein bisschen häufiger machen. Eigentlich sind die ja wahrscheinlich größtenteils zumindest für Bosskämpfe gedacht, aber... Wenn man sie da schon vergisst, nutzt man sie jetzt halt plötzlich in normalen Trainerkämpfen. Man kann sie ja sowieso einmal pro Kampf nutzen, von daher passt das schon. Es ist schön, wie böse das Ding aussehen kann, wenn die Augenbrauen so leicht da unten gehen. Die wurden eigentlich nicht vorhandenen Augenbrauen. Das sieht auf jeden Fall schon mal episch aus. Da kann man dann drauf aufbauen und das sieht verdammt gut aus. Ja, der läuft. Schön. Ja, hast du wohl die Rechnung ohne meinen Nimolten gemacht, nicht wahr, mein kleiner Freund? 1600 Erfahrungspunkte. Fantastisch. Natürlich wurde er besiegt. Entschuldige mal bitte. Die Ausrufe, der Berg ruft und in Bergnot kann man den Eifer des Gefechts schon mal verwechseln. Ja, eindeutig. Passiert mir permanent. Also nahezu täglich eigentlich. Arg. Ich gehe mal davon aus, dass ich da rechts dann lang muss. Das ist bestimmt wieder so eine Höhle, genau. Da muss man dann auch aufpassen, dass man die nicht übersieht. Und dann natürlich kämpfen. Weil wir zwingend mehr kämpfen müssen. Wobei, ich meine, wenn man das in einem Pokémon-Spiel nicht wollen würde, dann hätte man vermutlich ein kleines, aber feines Problem. Ich wäre euch sehr verbunden. Ach fuck, ich habe Wreck vergessen zu beleben. Ja, kann ich ja den Top-Beleber direkt nutzen, aber kann ich mir eigentlich auch sparen, ne? Also den normalen Beleber dann nutzen eigentlich viel mehr. Oh, ich habe zuerst angegriffen. Der hat eine höhere Initiative als die Dietrichs? Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir aber gut. Oh, das gefällt mir sogar sehr gut. Da bin ich äußerst mit zufrieden und glücklich und toll. Also, ich jetzt nicht so toll, aber... Aber dafür lebt Wreck wieder. Also, muss man dann quasi auch so nehmen. Also, ist quasi in Ordnung. Ach, steht noch ein kompletter Trainer rum. Ich hätte eigentlich gesagt, dass das nur so ein Ding ist. Ich liebe es zu kämpfen und ich liebe es, Attacken einzusetzen. Am meisten liebe ich es aber zu gewinnen. Fantastisch. Ich liebe es eigentlich am meisten, tolle Items einzusammeln, aber stattdessen stehst du jetzt im Weg und möchtest gerne getötet werden. Veteranin Ute. Veteranin Ute. Stami ist Wasser, ne? Ist der Wasser oder ist der auch Stein? Wenn ich Glück habe, ist der auch unter anderem Gestein. Weil der sieht ja schon ein bisschen versteinert aus. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dann müsste das ja jetzt eigentlich viel Schaden machen. Juwelenkraft klingt nach Stein. Und das sieht auch nach Stein aus, weil... Moment, das war jetzt sehr effektiv. War das sehr effektiv oder nicht sehr effektiv? Das war scheinbar sehr effektiv. Shit. Das heißt... Ach Quatsch, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Das heißt, wir nehmen mal... Käfken? Versuchen Boden? Also Erdbeben jetzt mal? Ist natürlich jetzt die Frage, wenn der jetzt auf Flug ist, weil der fliegt, ja, wobei... Ja, nicht alles, was schwebt, auf Flug ist, jetzt mir auch klar. Aber trotzdem muss man es ja erstmal vermuten. Das sieht allerdings jetzt gut aus. Das heißt, das sind tatsächlich Gesteinsangriffe. Und dann müsste das ja jetzt eigentlich richtig Aua machen. Wenn mich nicht alles täuscht. Lake. Danke.
Also ist ja auch Wasser. Deswegen habe ich gerade nicht so viel Schaden gemacht. Shit. Macht das denn jetzt Schaden? Macht Boden, macht Wasser? Nee, eigentlich nicht. Nee, aber ist egal. Das sieht trotzdem okay aus. Tschö. Das war aber nicht sehr effektiv, eben weil er auf Wasser ist. Okay, das heißt, als nächstes... jetzt muss ich aufpassen. Der Molten erreicht Level 56. Heilige Scheiße, der levelt echt schnell. Als nächstes Lamellux. Ich kämpfe jetzt erstmal einfach weiter, weil... Hefke eine relativ hohe eine relativ hohe Verteidigung hat. Schönen guten Tag. Der Typ sieht mir stark danach aus. Moment, der sieht eigentlich relativ leicht aus. Ich glaube nämlich, das Rambos haben wir. Das Rambos macht ja. Anwender rammt das Ziel mit massivem Körper. Je schwerer er im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. Das heißt, man könnte jetzt vermuten, dass das Ding relativ leicht ist vom Gewicht her. Und dass das deswegen relativ relativ viel Schaden macht. Sehr schön. Der hat ja dann mal funktioniert. Was haben wir denn noch so schön? Komm, einen hast du noch, einen noch raus und dann kann ich den jetzt aber auch noch... Das ist auch Level 56, was wir hier... Das ist ja Wahnsinn, Alter. Fiaro klingt für mich nach Wasser. Nach Feuer. Deswegen werde ich das jetzt mal tun. Das werde ich bestimmt bereuen. Aber Fiaro klingt eindeutig nach Feuer. Es ist auch Feuer. Aber dazu auch Flug. Und Flug ist schlecht wegen Tim. Ich mach jetzt einfach mal das hier. Ich mach jetzt einfach mal wieder das hier. In der Hoffnung, dass tolle Sachen passieren. Nein. Ich hab's kommen sehen. Das ist eine doofe Kombo irgendwie, habe ich das Gefühl. Käfer und Wasser. Dann bist du eventuell doch nochmal eine Alternative und so. Feuer und Flug. Ne, Molden. Ich schätze mal, dass ich da noch bis zum Ende irgendwie noch eine Alternative brauche, weil Wasser würde ich wahrscheinlich am häufigsten gegen Feuer nutzen. So mit meinem Wissen. Und dann wäre das vermutlich häufig halt auch einfach eine Katastrophe. Sowohl gegen Flug als auch gegen Feuer, was halt ziemlich scheiße ist. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir da nicht eventuell umdisponieren. Ich habe verloren, aber mein Team liebe ich trotzdem. Ja, tschö auch, Mr. Veteran mit meinen 4048... So, gib mir meine Items, für die ich eigentlich hierher gekommen bin, bevor du mir alles kaputt gemacht hast. Ein Fluchtseil. Das geben die mir jetzt am Ende des Dungeons. Damit ich jetzt nochmal zurückgehen kann, oder was? Toll! Okay, ich habe da jetzt mal einfach die 17 Tränke genutzt, die ich scheinbar über die komplette Zeit dieses Spiels hier kumuliert habe, mittlerweile ohne jemals einen gekauft zu haben. Ich sehe jetzt noch irgendwas. Moment. Das ist alles für mich extrem... Die komplette Area ist für mich komplett verwirrend und durcheinander und alles ist schrecklich. Aber wir werden schon irgendwie vorankommen. Ich schätze mal, dass dann draußen über die Brücke, wo wir vorhin links gehen können, bevor wir in die Höhle zurückgegangen sind, dass wir da noch... Also dass es da dann weitergeht, wenn ich jetzt raten müsste. Jetzt wird auch langsam ein bisschen eng mit meinen AP hier, ne? Also so langsam aber sicher müsstest du dann mal so ein bisschen Gas geben hier. Und das war natürlich jetzt sehr, sehr schmerzhaft. Haha, noch lacht er. Lass mich die 5 Minuten ruhen, lass mich die mal genießen, Alter. Ich werde schon früh genug wieder auf die Fresse fliegen, habe ich das Gefühl. 1000 Erfahrungspunkte, exakt. Und dann kriege ich nicht mal mehr ein Level ab. Toll, dafür schon Level 56. Okay, Spiel, nehme ich dann wohl mal so hin, Alter. Moment, hier komme ich jetzt wahrscheinlich nicht durch. Zumindest nicht mit dem Ding. Hier kommt man extra nochmal raus. Muss Trainer nur sehen, um genau zu wissen, wie stark er ist. Ja, vermutlich stärker als du. Komm, ja, wenn man einen rausgehauen hat, dann muss man auch. Ass-Trainer Becky, ja? Okay, Becky, dann lass mal kämpfen. Du kleiner Drecki. Ich entschuldige mich aufrichtig. Wenn wir uns überlegen, was wir damit jetzt machen. Ach, Moment. Da kann ich das ja einfach machen. Ach, wie praktisch. Ja, dann lohnt sich das ja quasi, dass der Typ auch Käfer ist. Und wird dazu sogar noch geheilt, die letzten paar KP, oder was der da irgendwann mal verloren hat. Das war okay. Das nehme ich gerne so. Dankeschön. Jetzt ist dann aber ein Level-Up. Hör mal, 54. Das ist ja ein Wahnsinnstempo, das wir hier gerade vorlegen. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass der Sprung an Leveln relativ groß ist im Vergleich zu den letzten Areas, ehrlich gesagt. Snibunna. Keine Ahnung, kann hier nichts mit anfangen. Vom Klang her. Es könnte jetzt schon wieder... Also wenn ich jetzt raten müsste, irgendwie Kampf und Feuer oder so. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal Wasser. Das könnte Übernahme. Oder irgendwas Düsteres. Also Unlicht oder so. Wartet auf einen Angriff. Was? Das ist nicht sonderlich toll gewesen.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einmal sehe, was er macht, dass er mehr Schaden macht. Nachthieb, also ist sie auf jeden Fall schon mal ziemlich undicht, ja. Im Gegensatz zu meinem Tim, der so viel Wasser wie er verliert, scheinbar nur undicht ist. Ha! Ja, wir sind heute wieder auf allerhöchstem Niveau unterwegs, aber ich meine, gut, ja, nur nicht so, als hätten wir das jemals verlassen. Wow, dein Team ist ja der Wahnsinn. Ich muss ganz klar die Niederlage einräumen. Dir bleibt so viel anderes nicht übrig gegen den großen Kruzini von Krutzenhausen, meine Liebe. Und mit Liebe meine ich keine Liebe. Oh, Shots have been fired. Ach, hat sich das ja wenigstens gelohnt. Zauberschein. Also ich weiß nicht, was macht die denn? TM99, ja. Zauberschein. Angriff mit einem starken Lichtstrahl, der den Gegner Schaden zu. Es ist wahrscheinlich der stärkste Feenangriff, den wir haben. Also nicht so schlecht für Rack. Den werden wir vermutlich dann irgendwann mal nutzen. Ich schätze mal, dass die von Rack schlechter sind als das. Ohne, dass ich es jetzt aus dem Kopf wüsste. Aber da hat sich zumindest der Weg hierhin gelohnt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine feine Sache. Weil für so eine TM macht man das doch eigentlich ganz gerne, oder? Also ich denke schon. Ich mache das für eine TM ganz gerne. Sagen wir mal so. Ach, der feine Herr muss also von seinem Pferd runter, um durch das kleine Loch zu klettern, durch das das Pferd sowieso nicht passen würde. Also ich weiß schon Bescheid, wie das hier läuft. Hi, du bist also scheinbar jetzt bereit, ja? Bewundere dich, Krutz. Den Canyon von Pony zu durchqueren ist alles andere als leicht, sagt sie, nachdem sie es gerade selbst getan hat. Bin ich zumindest. Okay, danke. Vor allem werden wir ihn jetzt, nachdem wir ihn durchquert haben, auch noch überqueren, weil da eine Brücke oben drüber ist. Weißt du was? Ich mach das jetzt. Okay, danke. Ich werde diese Brücke überqueren. Ja. Also, wenn man das auf der Autobahn jedes Mal ankündigt, bevor man das tut, dann hat man viel zu reden auf jeden Fall. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sehr ich davor Angst hatte, die Hängebrücke am Mahalo-Berg zu betreten. Eine Hängebrücke ist was anderes als eine normale Holzbrücke, Alter. Eine Hängebrücke würde ich auch nicht freiwillig drüber gehen. Das müsste ich über einen Canyon. Das, obwohl Wölkchen in Gefahr schwebte. Wir schlotterten richtig gehend die Knie. Aber die Höhe macht mir nichts mehr aus. Ja, mir auch nicht. Ich habe auch keine Höhenangst. Sieh gut zu. Das ist jetzt meine Prüfung. Mach die bereit, es ist Prüfungszeit. Katsching! Die Charaktere in dem Spiel sind viel zu liebenswürdig, ohne Scheiß. Viel zu liebenswürdig. Wäre jetzt nicht ironisch, wenn sie umkehren würde und da liegt ein Item. Da liegt ein Item. Hör doch mal auf, mich die ganze Zeit damit zu teasen, jetzt zu sagen, hier, Item doof. Ach, lass mich raten, gegen die müssen wir jetzt unterwegs kämpfen. Die sind wahrscheinlich, wenn ich jetzt raten müsste, wahrscheinlich Flug und Gestein. Oder sowas in die Richtung. Die gibt's mittlerweile auch in Pokémon Go, wenn mich alles täuscht, oder? Ich meine, ich habe die da mal gesehen. Ja, toll. Jetzt hast du mal ausnahmsweise keine Angst, sondern wirst du trotzdem. Die wird bestimmt nicht so runtergeschmissen. Warum kommt der denn aus dieser Richtung und der Charakter guckt da nur zu? Was ist das denn? Der hätte ja wohl es locker aufhalten können. Der steht da mit runterhängenden Schultern und sagt, nee, dann lassen wir die Tante jetzt halt einfach mal sterben. ohne eine Miene zu verziehen, wie immer. Oh, jetzt. Geile Scheiße. Ha! Na guck, da freut sie sich. Ja, hast du toll gemacht. Dann werde ich die Typen jetzt wohl umbringen dürfen. Fantastisch. Also für die jetzt nicht unbedingt. Krutz, ich hab's geschafft. Ich hab die Prüfung bestanden. Ja, ist ja unglaublich, aber. Jetzt füttern wir die und jetzt gehen die einfach weg. Es gibt Gerüchte über einen Menschen in Familienkreisen, der Hühner beschwören kann. Wenn der sagt, Huhn, geh dahin, dann geh Huhn dahin. Oh ja. ich hab's ganz alleine geschafft. Bist du ein bisschen stolz auf mich, kurz? Natürlich. Und wie oder geht's so? Danke. Oh, wie gemein. Und deine Pokémon sehen auch so aus, als könnten sie ihren Rast vertragen. In der Tat, danke. Natürlich jetzt die Frage, warum sie nicht nach jedem Kampf macht, aber die Frage haben wir ja schon mal gestellt. Aber keine Sorge. Ich habe nämlich genug Hypertränke, Beleber und Äther dabei. Nur in Sachen Topschutz könnte es vielleicht eng werden. Topschutz, den du mir in deinem Leben noch nie gegeben hast. Aber wir nehmen das. Wobei, ich meine jetzt das Item. Natürlich schützt sie mich die ganze Zeit. Das habe ich alles hier zu verdanken, Krutz. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Wir schlottern doch noch ein bisschen die Knie. Okay, tschö, ich schreite dann mal einfach ohne dich wieder von dann, sodass du alleine durch die Gegend rennen musst, aber ich meine, bist du ja dann auch nicht mehr anders gewöhnt. Schönen guten Tag. Seid gegrüßt, kleine Freunde der verdammten, Freundlichkeit. Und der Typ natürlich auch. Rockhara, ey. Eigentlich könnten wir, warte mal, stopp. Wenn er jetzt nicht stirbt, können wir den ja eigentlich mal wieder fangen. Das ist schon so lange her, dass wir das letzte Mal wen gefangen haben. Wenn er jetzt nicht stirbt, ich nutze jetzt einfach mal absichtlich Blubberstrahl. In der Hoffnung, dass er irgendwo im roten Bereich landet, was vermutlich nicht der Fall sein wird. So wie ich mein Glück kenne, das. Wird das reichen? Wird das reichen, um den zu fangen? Wir können es ja mal testen einfach. Wir testen jetzt mal einfach. Das ist doch scheißegal. Was haben wir denn zu verlieren? Wir nehmen jetzt einfach mal einen normalen Pokéball, der vermutlich sowieso nicht funktionieren wird, aber. Ich habe das Gefühl, dass die normalen Pokébälle relativ nutzlos geworden sind. Also jedes Mal, wenn ich einen davon genutzt habe, sind die relativ früh da direkt wieder rausgekommen.
Ist hier noch so weit, so gut. Heilige Scheiße, wir haben Pokémon gefangen, Alter. Der Raschelbeutel ist wieder da. komplett in, fast schon komplett in Vergessenheit geraten, ey. Wahnsinn. Tim erreicht. Parsen. So. Ey, wie lange ist das denn jetzt her? Ohne Scheiß. Ach, ich freue mich. Robocara wurden bla bla. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles aussah. Ich habe sie alles komplett vergessen. 101. Ja, dann ist ja alles gut. Da haben wir sogar quasi Pokémon 101 haben wir jetzt auch geschafft. Ach, der hat keine Entwicklung, oder was? Einfach so. Einfach so hat der keine. Das ist aber schon irgendwie schade, oder? Natürlich wollen wir dem Spitznamen geben. Deswegen sind wir hier. Während wir rascheln, Alter. Ist das nicht schön? Wir rascheln und haben wunderschöne Dinger. Alex. Ja, geil auch. Dann nehmen wir Alex. Wenn Alex möchte, der ein kleiner Rokara ist, dann ist Alex natürlich ein kleiner Rokara. Dem wollen wir natürlich dann Folge leisten. Also. Es ist so lange her. Ja, ist alles toll. Nehmen wir. Bitte in die PC-Box. Danke der Nachfrage. Tschüss und hallo und willkommen im Team. Möchte den Zygarde-Würfel da jetzt aber schon noch haben. Der stört mich dann ansonsten schon. Also den wollen wir da nicht einfach liegen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwelche lustigen Kämpfe wären, wenn man denn mit ihnen kämpfen täte. Das sieht mir stark nach einem Rätsel aus, ja? Das sieht mir stark nach einem Rätsel aus. Und du siehst mir stark nach einem Diktri aus. Wenn das jetzt ein anderes Pokémonchen gewesen wäre, einfach ein Diktri. Ich meine, wir haben ja schon einen Dick da. Jetzt noch ein Diktri zu fangen, wäre ja irgendwie lahm, oder? Ja, wobei, die sterben sowieso instant, also ist eigentlich auch egal. sowieso keine Wahl, also jetzt dafür extra das Pokémon zu wechseln. Ich glaube, das wäre es quasi nicht wert. Und natürlich jetzt auch gucken, was in den Staubwolken da drin ist. Käfken erreicht Level 52. Wir gucken jetzt mal, was in den Staubwolken drin ist und wenn da irgendwas drin ist, was fangenswürdig ist, dann werden wir das tun. Wahrscheinlich, wenn das jetzt wieder so ein Donald Trump-Typ ist, ne? Wenn das jetzt wieder so ein dummes Mangunio-Arschkrampen-Ding ist, ne? Dann bin ich sauer. Das ist natürlich viel besser. Wir schreiten dann wohl mal voran, nicht wahr? Also, wie geht dieses Rätsel jetzt hier? Ich schätze mal, dass ich das dieses raten müsste, würde ich sagen, von oben. Irgendwie, weil das nicht der erste Instinkt ist. Würde ich das wahrscheinlich aus dieser Richtung machen. Also, den Typ hier, ne? Der Typ war da, ne? So, dann kannst du jetzt auch hier schön schieben. So, ne? Guck. Läuft. Wenn ich mir das jetzt so angucke, bereue ich das, weil ich vermutlich darüber gemusst hätte. Toll, danke. Ja, da habe ich hier so schönes... Noch einen. Wäre dann jetzt nur die Frage, ob wir hier jetzt überhaupt noch weiterkommen. Das sieht aber so aus, weil den kann ich jetzt einfach noch ein Stück nach unten schieben und dann fällt der in das Loch rein. Damit wäre das schon mal zu. Ja, wir haben schon mal Zugang zu diesem Item hier, was natürlich mich vermutlich nicht sonderlich viel weiterbringt. Top-Genesung, ne. Allerdings jetzt die Frage, muss ich einfach nur hier... Einfach nur einmal rum? Okay, wahrscheinlich sah es mal wieder komplizierter aus, als es eigentlich war. Haben wir eigentlich schon eine Zubat? Oder eine Golbat? Eigentlich haben wir so ein Ding noch nicht gefangen, oder? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich können wir das ja auch mal machen, oder? Ich denke schon. Ich denke, wir werden jetzt so ein Ding. Haben wir schon eine Fledermaus gefangen? Ich glaube nicht. Das muss natürlich eigentlich auch noch ins Team. Also es gehört ja eigentlich in so ziemlich jedes Team. Dunkel, was? Nein, du wirst mich nicht töten. So viel steht wohl fest. Du wirst mich nicht töten. Stattdessen... Das muss jetzt sein. Und das muss jetzt sein. Ernsthaft, Alter? Du kleiner Lappen. So, Na, ich bin überhaupt nicht gemein. Überhaupt gar nicht. Warum wäre ich das? Das wäre ja vollkommen bescheuert. So, was haben wir denn Schönes? Was haben wir denn Schönes? Nestball für Flug oder was? Na, ich drück doch gar nicht nach oben. Lass mich doch jetzt einfach mal zu meinem Nest... So, das wird einfach so angezeigt. Ich drück die ganze Zeit den L1-Knopf, weil da ja bei den Angriffen dann die Sachen da angezeigt werden. Volksquote besonders bei Pokémon mit niedrigem Level hoch. Also das dann nicht. Ich wollte aber eigentlich auch Netzball, Käfer, Finsterball... Nacht oder an dunklen Orten. Zählt eine Höhle als dunkler Ort? Wir testen mal, damit wir so ein Ding auch mal gesammelt haben. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, dieses Ding genutzt zu haben für irgendwie so ein Schwachsinn wie eine Golbat, aber... Ich meine, solange sie immerhin gefangen wird, ist ja erstmal alles okay. Sie wird zumindest gefangen. Also haben wir zumindest noch eine Gelegenheit zum Rascheln, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Komm, heute hauen wir richtig einen raus. Natürlich dann die Frage... Ich laufe häufig an Pokémon vorbei, weil die... fürs Team... nicht so interessant werden, aber man kann sie natürlich dann trotzdem fangen. Hatten wir doch schon eine Zubat? Oder ist sie jetzt nur im Pokédex? Nee, Moment, die ist grau. Ist sie... Wir haben doch keine Zubat gefangen. Wenn, dann habe ich es halt vergessen. Ist egal. Also, es ist sowieso Nummer 69. Also, wer ist denn bitte von uns die Nummer 69? Wir rascheln. Nehmen diesen wunderschönen Zettel hier. Und werden vermutlich die tollste. Also, ich meine, wenn das jetzt nicht die coolste Fledermaus aller verfickten Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht. Wir nehmen. Clash Royale. Ja, dann ist ja alles gut. Ich hoffe, das passt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es wird auch klein geschrieben, aber... Passt das? Es wird eng, ne? Clash und dann vermutlich ein Leerzeichen.
Royal, na, das passt. Das passt, glaube ich, so gerade eben, ja. Dein TV kriegen wir da leider nicht mehr hin, weil kein Platz mehr. Aber wir nehmen das auch so. Kleines Fledermäuschen, Nummer 69. Das ist eine große Verantwortung. Nein, 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 nicht ins Team. Lass mich zurück. Nein, wir werden das nicht tun. Nein, wir werden keine Nummer 69 im Team haben. Sowas Zweideutiges ist nicht unser Stil. Aber nüchtern. Muss man nüchtern betrachten, weißt du? Da darf man dann jetzt nicht die Gesamtheit der verdammten Gesamtheit aus dem Auge verlieren. Muss ich den einfach nur nach oben schieben? Ich hoffe, dass ich den einfach nur nach oben schieben muss. Musste ich. Da geht's wahrscheinlich lang. Das heißt, dass hier noch ein Item ist oder so. Wenn ich jetzt schätzen müsste, ist das jetzt die eine Stelle, wo die mich gerade die ganze Zeit mit... Das ist die Stelle, wo die mich die ganze Zeit mit geteased haben. Danke. Oh, in dem Gebiet hier, das ist so abgelegen und so einzeln, sind bestimmt... Ach, guck mal, noch eine Zigarre, daran liegt. Ich wollte gerade sagen, irgendeinen Sinn muss das erfüllen. Ich dachte eigentlich, dass jetzt hier irgendwelche ganz besonderen Pokémänner drin sind, was wir jetzt sehen werden. Aber das geht natürlich auch. Irgendeinen Sinn muss das Ding jetzt haben. Haben wir hier so Schönes. Na, einen Volvo haben wir schon, den brauchen wir nicht. Wreck erreicht Level 56. Hör mal, hat sich der Volvo ja richtig gelohnt, wa? Ist quasi der schönste Rock aller Zeiten. Also, abgesehen natürlich von The Rock und unserem Machop, das ja quasi auch The Rock ist, nur in dreimal so cool. Weil es dreimal so viele Arme hat. Oder zumindest doppelt so viele. Eine plausible Erklärung kriege ich hier nicht mehr hin? Eigentlich könnte man ja jetzt zumindest auch versuchen, den zu fangen, ne? Aber wenn ich jetzt raten müsste, ist der wahrscheinlich gestein und wird sowieso instant sterben. Wenn er nicht stirbt, werden wir versuchen zu fangen. Machen wir das gleich mal so. Was? Robustheit wirkt. Übersteht die Attacke. Das ist eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass ihr mit einem KP überlebt, oder was? Es gibt Pokémänner, die nicht instant sterben können? Das wäre mal eine Fähigkeit, die ich mir für den Molten wünschen würde. Danke. Fangen wir den jetzt auch noch. Nehmen wir einen normalen Pokéball erstmal, ne? Wir haben ja noch. Wir haben ja noch, vor allem haben wir gerade erstmal Zeit scheinbar. Hoffen wir, dass der keine Fähigkeit hat, sich zu heilen. Das wäre sehr, sehr schade für mich. Und würde mich sehr, sehr deprimieren. Wobei, ich meine, weniger KP als 1 kann er ja nicht haben. Vielleicht sollte ich, um Pokémänner zu fangen, gibt es ja auch die Möglichkeit, irgendeinen Angriff, der immer alles umbringt, bis auf 1 KP. Irgendwie. Also maximal alles bis auf 1 KP, so. Das wäre natürlich dann auch nicht unpraktisch. Wobei, ich meine, es gibt so wenige... Ach stimmt, wir haben ja damals noch einen Kiesling gefangen. Ach, ja gut, dann haben wir eine Weiterentwicklung davon, ist auch okay. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht wusste, dass das die Weiterentwicklung davon ist. Aber das macht auch gar nichts. Das wäre da... Wir sind nicht mehr so viele Pokémänner, als dass sich das noch lohnen würde, dafür jetzt extra was zu fangen. Dennoch rascheln wir. Wir rascheln. Haben diesen wunderschönen Zettel hier. Und der Zettel sagt Scarlet. Ja, dann nehmen wir Scarlet. Dann haben wir das. Oh nein. Ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ich habe vergessen. War es jetzt mit K oder mit... Nee, ist mit K. Mit K oder mit C war, ist die Frage. Wir nehmen ein K. Gut, von mir aus. Wenn das so gewollt ist, dann machen wir das. Das ist kein Thema. Ich meine, ich werde auch mit K geschrieben und deswegen... 1T, 2T, ich glaube 2T. Wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, 2T. Also. Lupt. Hör mal, drei Namen. So, jetzt... richtig einen rausgehauen. Da haben wir drei Leute unter der Haube gebracht heute, Alter. Heilige Scheiße. Wann haben wir das letzte Mal geschafft? Muss ich jetzt einfach nur hier raus? Das ist eine ganz schön lange Area. Das ist wirklich eine lange Area für dieses Spiel, oder? Guten Tag. Du bist Trainer, ja? Hey, dann sollen deine Pokémänner sterben, Mr. Professor Inkton. Solange es im Namen der Forschung ist, bin ich immer und überall zum Kampf bereit. So wie Professor Burke, mein großes Vorbild. Ja, ich bin natürlich auch immer im Kampf bereit und auch nur im Sinne der verdammten Wissenschaft. Klar, wofür denn sonst? Forscher Jason fordert mich hier raus, ja? Okay, Jason. Jason Newsted, Slymog. Man könnte jetzt vermuten, dadurch, dass das irgendwas Dreckiges ist, dass Wasser dagegen hilft, ne? Das könnte ja jetzt... Tut's aber nicht. Ach, wie schade. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte mal eine Idee gehabt. Was haben wir denn dagegen, was hilft? Boden, scheinbar. Ich weiß nicht warum, aber wir nehmen das. Ich meine, Erdbeben einzusetzen ist ja immer eine feine Sache. Außerdem, Kefkan einzuwechseln ist immer eine gute Sache. Ich habe häufig das Problem gehabt, dass wenn Nemolden eingewechselt wird, mitten im Kampf, dass der natürlich ziemlich auf die Fresse kriegt. Bei Kefkan muss man sich da, glaube ich, etwas weniger Sorgen machen. Aber dafür erstmal Erdbeben. Das ist so ein cooler Angriff. Der macht über 100 Schaden, oder? Oder macht der genau 100 Schaden? Das ist auf jeden Fall ziemlich stark. Den mag ich sehr, sehr gerne dementsprechend. Tschüss. Ja. Hast du wohl die Rechnung ohne den verdammten, ohne den verdammten Kefkan gemacht, ne? Da kann ich auch nichts zu. Dem mache ich Level 55. Heilige Scheiße. Das ist das dritte Level-Up für den heute, ne?
Magnezone. Magnezone. Magnezone ist vermutlich, wenn ich jetzt schätzen müsste. Ich schätze mal Elektro. Ich wollte eigentlich jetzt auch wechseln, hab's aber verpasst. Sehr gut. Habe ich eine Z-Attacke für den? Habe ich Z-Attacke? Ich habe Z-Attacke. Ja, machen wir mal einfach. Ich hoffe, dass der jetzt nicht fliegt. Und dann. Gibt er auf die Schnauze, Alter. Hoffe ich. Haben wir schon mal eine Boden-Z-Attacke? Nö, das ist das erste Mal, dass wir eine Z-Attacke vom Typ Boden überhaupt sehen, oder? Ich bin mal gespannt. Seismische Eruption. Das muss jetzt sehr, sehr eruptisch sein. Wie erotisch. Haha. Ach komm. So schlimm war das jetzt auch nicht. Da haben wir schon deutlich Schlimmeres gehört hier. Ach so, die Fähigkeit. Ich wollte schon sagen, jetzt ist aber mal gut hier. Lichtkanone, ja? Du willst mich jetzt bitte nicht umbringen. Nee, das ist also zumindest umbringen schon mal nicht. Das heißt. Das ist übrigens eine ziemlich coole Fähigkeit, ehrlich gesagt. Also mit Kev komme ich echt ganz gut zurecht. Das ist eine schöne Sache. Nehmen wir das nächstes. Rambos hat vorhin so schnell angegriffen, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Genau. Das kann sein, dass das auf dieser Prioritätenliste relativ weit oben steht, oder bilde ich mir das ein? So, also für den einen Schaden ist mir jetzt egal, ob das effektiv ist oder nicht. Dafür gibt's auf die Schnauze. So, der ist jetzt dann auch fertig. Der hatte nicht mehr, oder? Nee, hat er nicht. Okay. Um an bestimmten Orten Forschung zu betreiben, braucht man einfach die Hilfe der Pokémänner. Und es gewinnt 2112. Entschuldigung. Das ist was ganz anderes. Wenn ich irgendwas gelernt habe von meiner Mutter, dann, dass dieser Spruch vermutlich immer Richtigkeit besitzt. Geht das jetzt immer noch weiter hier? Na gut, meine Damen und Herren, die Typen hier werden wir uns dann ab der nächsten Episode... Geh dann mal noch einen Schritt weg. Ganz exklusiv angucken. Dafür bitte Like-Button kaputt kloppen in den Kommentaren. Ja, die Area ist ganz schön. Wie lange wird die Area noch dauern? Wie lange wird das Spiel noch dauern? So ungefähr. Grob. Pi mal Daumen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass du da warst, du Dorowitz. Winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.